Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal Forest Village. Ja, wir machen wieder weiter an der Stelle. Was wollte ich letzte Folge eigentlich machen? Ich glaube... Ah ja, wir haben ein Haus gebaut. Genau, neues Häuschen. Ich wollte die Häuser upgraden. Einerseits... Andererseits... Dumm-di-dumm-dumm, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall muss ich mindestens ein weiteres Feld bauen. Ich warte noch, bis Tag wird, dann sehe ich besser. Für den nächsten Sommer. Und... Langsam die Minen ab wollen wir jetzt bauen. Das heißt, wir brauchen ganze Mengen an Holz. Holz, Holz, Holz. Ich stelle mal hier ein Feld hin. Haben wir hier einen Weg? Jo. Mal schauen, ob wir überall Wege haben, wo wir sie brauchen. Hier könnte noch ein Weg hin. Definitiv. Wir brauchen auf jeden Fall nur einen Bauarbeiter. Ja, das passt dann eigentlich. Glaube ich mal mit den Wegen. Ja, die laufen jetzt hier schön den Wegen entlang. Gut, gut, gut. Genau, hier würde ich auf jeden Fall mal ein Feld hinstellen wollen. So. Felder. Ja, einen Garten will ich hinstellen. Wir brauchen nämlich im Verhältnis mehr Obst. Brauchen wir zwei. Da brauche ich nur noch zwei. Also so. Definitiv mehr Obst und noch ein normales Feld. Wäre auch noch gut. Und zwar, jawohl, wir haben wieder einen weiteren Arbeiter. Und so ein Häuschen, sehr gut. Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass wir dann die mal upgraden. Das machen wir dann aber im Sommer. So, kriegen wir hier noch ein Feldchen hin? Mal schauen. Na, hier. Ja, ist ein bisschen klein. Wir können ja nicht noch mehr weiter... Ah, doch. Doch, das geht. Eventuell, schauen wir mal. So. Das passt perfekt. Hier bräuchten wir zwei. So brauchen wir einen und wir machen eins weniger. Jupp, perfekt. Platz super ausgenutzt. Vorfrühling, oh. Ich mache mal kurz Pause. Ich muss nämlich unbedingt das Gebäude priorisieren. Weil die müssen unbedingt damit jetzt loslegen. Dass wir da dann gleich starten können. Flachs haben wir noch ein bisschen. Ich würde dann hier nochmal Hafer machen. Yep. Und ich lasse mal laufen in der Zwischenzeit. Die müssten jetzt ja hier dann Prio draufsetzen. Und wir brauchen weiter Holz, einfach viel mehr Holz. Ressourcen sammeln. Holz.
Und hier Holz. Okay, kommt schon, macht hier weiter, vorwärts. Ah ja, die klotzen ran. Wie machen wir dann Äpfel? Frühling. Aber es sind noch Minusgrade, also geht noch nix. Können wir hier eigentlich auch noch ein Feld hinstellen? Gut, das Feld ist halt klein, das müssen wir dann irgendwann ersetzen. Das ist nicht sehr rentabel. Aber vorerst lassen wir das mal. Jupp. Könnten wir hier hinten, könnten wir ein größeres hinsetzen wahrscheinlich. Ja, diesen Sommer machen wir hier nochmal Hafer. So. Der ist da am Tun. Wir könnten jetzt die alle wieder auf Play setzen. Und da dann die Leute ranklotzen. Und zwar hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und den 8. brauchen wir dann auch noch. Da ziehen wir dann... Mal schauen, wo wir den abziehen. Ja, erstmal dann hier. Wenn die das fertig gebaut haben. Weil eigentlich ist das Feld doch gleich groß. Fast. Komisch. Na komm, schneller. Tu! So, Pause. Ich könnte hier Weizen machen und eine Bäckerei bauen. Für Brot, aber momentan haben wir eigentlich noch Brot. Gras. Das ist wahrscheinlich Heu. Und Weizen eben für Brot. Ich weiß nämlich inzwischen, dass man in der Bäckerei kann man direkt aus Getreide, also man muss nicht Mehl machen. Mehl braucht man dann für die Sachen hier. Könnte man direkt aus Weizen, also Getreide, dann Brot machen. Aber da brauchen wir zuerst die Bäckerei, das heißt, wir machen hier nochmal Kartoffeln. Und, ups, noch einen hier. So, dann können wir die abziehen und die sammeln dann Holz. Okay, ich würde dann mal vorschlagen, dass wir diese Hütten hier mal upgraden. Oder ich reiß eine ab und stell ein Haus hin. Oh, ein Kind starb während der Geburt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, ich würde mal sagen, wir reißen das Gebäude ab und stellen da ein Haus hin. Huhn starb beim Angriff. Schon wieder? Wir haben ja zwei Jäger. Wieso macht er nicht seinen Job? Naja. Okay. Hier, hier, hier. Die Häuser müssen wir mal upgraden, aber das kostet so viel. Jap, jap. Oh, habe ich hier? Ja, ich habe hier. Okay, der tut. Okay. Alles klar. Hier wird das was mit Äpfeln. Alles klar. Kleidung haben wir auch noch. Wir brauchen definitiv hier dann ein Hüttchen. Wir brauchen mehr Kinder. Ansonsten haben wir jetzt ein totales Problem. Ich würde das auch hier links dann hinsetzen. Können wir hier vielleicht noch ein zweites bauen dann.
So. Hier kann ich nicht. Okay. Okay, hier wird dann kein zweites hingehen. Mach mal Pause, kurz. Hier theoretisch genau eins. Und doch, das könnte genau passen, dass hier dann noch ein zweites hingeht. Ja, ja. Dann stellen wir das mal hier hin. Okay. Und die Hütte würde ich dann mal upgraden. Und eins von denen hier wahrscheinlich auch. Dass unsere Bauern hier besser arbeiten. Das ist vielleicht eine gute Idee. Okay. Der macht Hafer. Ja, wir haben noch Hafer. Okay. Was wäre dann als nächstes? Lassen mal laufen hier. Und ich speichere auch mal schnell. Nicht, dass uns das Ganze dann wieder abstürzt. So. Alles klar. Eine Bäckerei wäre dann halt nice für nächstes Jahr oder so. Wir sollten uns überlegen, wohin wir expandieren. Ich glaube, ich expandiere hier raus. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Wobei, bevor ich jetzt groß expandiere, glaube ich, will ich mal endlich den Steinbruch und das Bergwerk voranbringen. Ich glaube, das ist gut. Ja, hier wird fleißig gekloppt. Ja, wir haben halt fast kein Eisen mehr. Aber hier ist halt auch nirgends mehr wirklich Eisen. Das ist halt das Problem. Und all unsere Leute sind extrem beschäftigt. Boah. Alter, jetzt geht's mit den Chickens ab hier. Na komm, bau endlich mal das Haus hier fertig. Setz mal zwei drauf, damit das schneller geht. Könnte ich irgendwo einen abziehen? Naja, nicht wirklich. Die zwei brauche ich für Brennholz. Kleidung, okay, okay, okay. Ich muss dann schauen, das Feld muss ich dann abreißen und hier ein größeres hinbauen dann. Kann ich hier überhaupt eins hinstellen? Ja, ich kann hier nicht bauen, aber es würde theoretisch vom Platz her gehen. Jupp. Es würde in der Größe gehen. Sehr gut. Dann würde ich das im Winter mal machen. Ah, die kann ich wegnehmen. Sehr schön, Haus ist gebaut. Dann würde ich als nächstes, dann brauche ich hier noch einen, würde ich als nächstes das hier upgraden. Okay. Und dann langsam vielleicht mal den Steinbruch starten. Braucht halt übelst viel Holz. Aber was soll's? Hilft nix. Na? Sieht alles gut aus. Hätten wir hier noch was? Ja, wir brauchen, glaube ich, noch ein paar Hütchen. Ich sollte noch irgendwo ein Häuschen hinstellen. Wenn wir hier expandieren wollen, vielleicht hier irgendwo hin. Oder wir expandieren hier runter. Auch ein bisschen.
Könnte ich auch hier ein Häuschen hinstellen. Hier ist halt ein Lagerhaus. Wir müssen halt eine Scheune dann hinbauen, wenn wir hier Nahrung produzieren möchten. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und hier dann später. Ja, das könnten wir doch mal machen. Hier so ein Häuschen hinstellen. Oder vielleicht hier. Hierhin. Ja. Ja, vielleicht nicht ganz verkehrt. Ja, schön Holz. Hat der die jetzt? Wird? Ah, ich sollte drücken. Lol. Idiot. Na gut. Fisch passt auch. Obst geht zur Neige, aber kommt bald Nachschub. Und wir haben jetzt ja dann drei. Ich sollte vielleicht noch einen Obst auf nächstes Jahr dann machen. Was können wir dann hier machen? Ich würde dann hier jetzt noch ein Hütchen hinstellen. Vielleicht so ein großes Haus mal. Hohe Wahrscheinlichkeit. Wenn wir es upgraden. Hohe Wahrscheinlichkeit auf Schwangerschaft. Okay, ich sollte die Häuser upgraden. Geht als nächstes, wenn das fertig ist. Machen wir das. Und hier stellen wir ein neues hin. Eins von denen würde ich gern upgraden. Unstoppelangriff. Okay. Ja, und wir brauchen definitiv dann noch mehr Nahrung. Aber wir haben ja ein bisschen aufgestockt. Die Hütte bald fertig? Nee, noch nicht. Wird dann jetzt mal sagen, wo werden gut? Die holzen das hier jetzt ab. Dann würde ich mal sagen, wir stellen das irgendwo so hier in die Mitte, oder? Dann können wir hier rum alles Felder dann bauen. Oder was auch immer. Ich glaube, so ein großes Haus lohnt sich jetzt hier nicht. Ein großes Haus dann vielleicht hier, wenn wir vorbei. Aber ich kann mir derzeit halt schlecht so ein großes Haus leisten aktuell. Wir fahren mal noch mit dem kleinen Haus. So, das stellen wir am besten hier in einer Linie dann auf. Alter, wenn es finster ist, ist das etwas schwierig. Irgendwie so hier. Wo ist eigentlich der Eingang? Den machen wir nach oben. Oder nach unten. Ich glaube mal hier so. Dann können wir da oben hinten die Scheune hinbauen. Oder unten eher die Scheune hinbauen. Und rundum dann Felder. Und unten vielleicht auch noch ein Häuschen. Na, ja, das klingt nicht schlecht. Ich stelle das mal hier hin. Dann ziehen wir hier noch eine Straße. Aha. 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 Ja. Straße hier. Feldweg. Hierum vielleicht auch noch einen. Geht das so? Ne. Dann halt hier. Ups. So. Okay. Wir hätten genug Holz für den Steinbruch. Ich glaube, sollten wir mal machen. Dann haben wir zumindest dann keine Steinprobleme mehr.
und können dann so ein Häuschen dann hinstellen, weil jetzt hier irgendwo Stein sammeln ist, glaube ich, schwierig, weil es einfach nur ewig weit weg nur mehr Stein gibt. Von daher glaube ich, lass mich mal nachdenken. Ich wollte das Haus hier upgraden. Das könnte ich jetzt mal machen. Ja, das glaube ich machen wir mal. Ah, wir haben nicht genug Eisen. Mist. Und Heu ist auch knapp. Ich sollte mal Heu sammeln. Heu.